Hallöchen Leute und willkommen hier zurück zu Diablo 3 und hallo aus der staubigen Wüste. Ja, mit dabei ist wieder hier ein stinkender Barbar, der mittlerweile unter der Sonne vor sich hin brutzelt. Howdy, dein Panzer. Da wäre ich wenigstens schön braun, ja? Ja, bist du ja schon, wenn ich mir das mal so vom Nahen angucke. Noch bräuner. Noch Schwarz. Bräuner? Heißt das nicht noch brauner? Keine Ahnung, mir egal. Okay, Sonnenstich, Sonnenstich. Wir haben ja gesagt, wir gehen in die Ruine. Ich mache jetzt seinen Satz fertig, denn sein Hirn ist schon wieder gekocht unter der Wüste. Brain off, ja. Ja. Aber wir sind jetzt hier in den Ruinen. Und hier wird es gruselig anscheinend. Und es rieselt übrigens von oben der Sand hindurch. Ich tritt gerade auf Skarabäen rum. Ja, ich auch. Ich laufe absichtlich über die drüber. Ja, ich auch. So, hier geht's runter. Gucken wir doch mal, wo es hier hingeht. Oh, was ist denn das? What? Oh, Unsichtbare. Wow. Crazy shit. Jetzt konnte ich nicht auf den Namen schauen, wie die heißen. Oben sind Champions. Das habe ich gesehen. Ich finde Licht auf die Blicke. Oh, hinter uns. Wow, was ist das? Was denn? Der Schwarm, der PC. Neues Wissen. Wüsten Cages Tarn sind majestätisch, ausgedehnt und voller stechender Insektenschwärme. Sie erscheinen vielleicht wie kleine Ärgernisse, doch diese Plagegeister verbreiten zahlreiche Seuchen. Eins davon war einst in meinem Stiefel gefangen und mein Fuß schwoll auf die Größe einer Melone an, bevor die Infektion abklang. Was für furchtbare Kreaturen. Ja, Infektion des Melonenfußes. Das ist nicht so praktisch. Oh, guck mal, eine Kugel. Das ist auch eine coole Krankheit. Ja, eine brennende Kugel. Ah, geht aber nicht. Ist ja Dämonien-Tisch. Bewegt sich sogar, wenn dir das aufgefallen ist. Die bewegt sich. Die bewegt sich. Na, Hülle, können die da aber sich ja, da aber man kann damit nichts machen. So runterschubsen oder so. Nee, aber trotzdem, warum bewegt die sich? Weiß ich nicht. Das ist Irrsinn. Du hast gerade einen ganzen Sarkophag kaputt gemacht. Weil ich es aus kann. Stein. Das war ein Zeremonientisch übrigens. Ach so. Wieso war das ein Zeremonientisch? Weil das so heißt. Dann lass da dran. Bitte? Jetzt hast du eine Säule kaputt gemacht. Die kann man ja alles kaputt machen. Hast du die blöde brennende Kugel? Du hast einen Torbogen kaputt gemacht. Den anderen jetzt auch. Warum kann ich das nicht? Oh! Ein Obelisk! Wow. Jungspinnen! Er spürt, wow. Das sind deine Lieblingstiere. Ja, ja. Ist der mittlerweile. Hab ich nicht gern. Oh, hier ist so ein Schwarm-Champion. Gram, Fürst der Verdammnis. Gram. Ich brauche mehr Zeit. Wie kann denn ein Schwarm ein Champion sein? Vielleicht ist es der beste Schwarm, den es gibt. Ja, dann ein Champion. Best Schwarm ever. Oh, was ist denn hier eigentlich? Ein Wachturm. Au. Okay, der Wachturm beschwört Spinnen. Ja. Nee, der beschwört Spinnen. Aber ich mach mal kaputt. Ein kluger Dolch. Hey, der Dolch hat einen Intelligenzquotient von 130. Oh, er kann mit dir philosophieren wahrscheinlich. Ich brauche Weil ich das Zeit. Auch so gut kann wahrscheinlich. Hm. Wie oft wir wahrscheinlich sagen, ist dir das schon mal aufgefallen? Echt? Wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Extrem wahrscheinlich, dass wir so wahrscheinlich erwähnen. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Das wird wahrscheinlich immer wahrscheinlicher. Das oh, wahrscheinlich was war das? War das wahrscheinlich? Es sind wahrscheinlich Spinnen. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben, ja. Hier ist noch ein Wachturm, aber aus Feuer. Ja, ich weiß. Ich werde Spinnen. Wahrscheinlich. Jetzt reicht aber auch mal. wahrscheinlich spielen wir Diablo 3, aber nur wahrscheinlich. Ah. Und Smaragd habe ich gefunden. Kann der was? Ich habe auch einen gefunden. Lädierter. Oh, das ist. Der kann gesockelt werden. Ja, wenn ich den in meinen Helm reinpflüge, dann bekomme ich 5% mehr Gold von Gegnern. Ich auch. Ich prügel den mal rein. Echt? Erfolg. Nee, warte erst noch. Das Eckgame muss ins Runde. Ich bin übrigens nicht so ein Fußballfan, ich weiß nicht. Ich bin auch kein Fußballfan. Wie kommst du jetzt auf Fußball? Das Eckige muss ins Runde? Achso, das war andersrum. Das war ziemlich anders. Ja? Hallo? Hier oben geht's übrigens weiter. Ich weiß gar nicht, was du da unten rumeierst. Ja, da gibt's noch so viel zu entdecken. Hier oben aber auch. Deswegen, naja, man muss sich halt entscheiden, ne? Wow, was kann der? Kann zaubern.
Ausgezaubert. Können alle hier zaubern. Die können sich unsichtbar machen. Also können sie jetzt... Ah, was ist das? Der Turm. Diesmal ist er grün. Hat das irgendeine Bedeutung? Es ist nicht. Grün, gelb, lila, pink, rosa. RGB-Farben. Rot, grün, blau. Ja, klar. Gut. Sowas muss man können, ja? Ja, dafür kann ich sowas. Ja, toll. Könnte ich auch. Nein. Aber ich will dich ja nicht blamieren. Noch mehr Kugeln. Schön, wenn das Licht reinfällt. Okay. Was war denn hier oben eigentlich? Der muss es noch irgendwo einen Weg geben. Nichts. Ah, da unten ist der Weg. Ich hab's gesehen. Wenn was, wo ist der Weg? Über Käfer marschiere. Lauf mir einfach nach. Ja, alles klar. Ich überhole dich sowieso noch. Mach dir da auch mal keine Gedanken. Wahrscheinlich, ja. Oh, jetzt bin ich gegen den Stein gelaufen. Falscher Weg. Du überholst mich doch nicht mehr. Hast du denn gesehen, dass ich gegen den Stein gelaufen bin? Das hat auf jeden Fall ganz schön geklatscht. Ich hab's auf der Minimap gesehen, ja, dass du hängen geblieben bist. Naja, egal. Jetzt sind wir wieder da. Das passt. Hier geht's weiter. Heiltränke gibt's hier. Noch mehr dieser komischen Steine. Frag mich echt, was es mit denen auf sich hat. Ich weiß es nicht, ihr willst gar nicht. Die scheinen wissen. Ja auch irgendwie magisch zu sein, weil die da irgendwie rumfliegen. Mal den können. Teufel nicht an die Wand. Das wird noch unser Grab. Meinst du? Ja. Sieht doch schon aus. Oh, edle Flamme. Achso, das ist das Schwert. Nee, das Schwert nehme ich nicht auf, dankeschön. Warum nicht? Weil es ein Schwert ist. Ah, deswegen, ne? Hat er gerade gezaubert? Er hat's versucht, ja, aber er kam nicht sehr weit. Soll sich was schämen. Oh, hier ist ein Wachturm. Schon wieder. Wie viele Wachtürme das ist hier gibt? Warum gibt es hier überhaupt Wachtürme? Ich meine, das ist doch eh nur eine Gruft. Ja, um vor Grabräubern zu schützen natürlich. Ah ja. Also auch nochmal. Noch mehr stechende Schwärme. Ich weiß gar nicht, wo du gerade rumeierst. Warum hattest du denn nicht auf die stechenden Schwärme hier getroffen? Ich kann doch sehen auf der Minimap, wo ich rumlaufe, oder nicht? Ja, aber... Ah, hier ist Ebene 2. Ah, den richtigen Weg haben wir schon wieder gefunden. Verstehe. Ah, da wollen wir noch gar nicht hin. Nee, deswegen laufen wir einfach wieder mal zurück. Eieieiei. Über ganz viele kleine Skarabäen hinüber. Oh, hier ist ein Lederköcher und ein Ring. Ups. Falsche Taste. Lederköcher interessiert mich jetzt ja erstmal nicht, aber der Ring... Getötete Gegner ergewähren plus 2 Erfahrung. Ja, nehme ich den mal wieder. Ich will natürlich hier den Zarker so ein bisschen beholen, dann mal sehen. Was willst du? Ach, ich will dich beim Leveln so ein bisschen überholen. Ah, hast du ja eh schon. Nö, du bist 18, ich bin 18. Ja, aber du hast den Level Up vor mir. Ja, ja. Aber ich habe jetzt wieder einen Ring bekommen, der mir zusätzlich Erfahrung gewährt. Das heißt, ich will meinen Vorsprung noch etwas ausbauen. Oh, ist klar, du nutzt aber auch keine Treppen, oder? Du springst einfach über diese scheiß Vorsprünge drüber. Ja, warum soll ich Treppen nutzen? Das ist doch schwachsinnig und unproduktiv. Ja. Muss mir natürlich wieder jeden Weg machen, die Mühe mehr hier extra außen rum zu laufen. Das ist halt der Vorteil beim Barbar, ja? Du kannst den Weg gehen, den du willst, ja? Als Assassine bist du dafür? Als Assassine? Wie komme ich jetzt auf Assassine? Ich habe zu viel Assassin's Creed gespielt! Ja, so sieht's aus. Als Dämonenjägerin. Ja, genau, da kommst du wesentlich schneller voran. Und ich erkunde hier gerade noch das restliche Gebiet. Hier ist eine Reisebibliothek. Asmodan, der Herr der Sünde. Hat mir nicht vorhin auch was über den gehört? Ja, ich bin auf dem Weg. Ne, das war Belial. Ja, aber über Asmodan wurde auch schon mal gesprochen. Das Walrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt auf den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. Und Diablo, der Herr des Schreckens. Diablo war der jüngste der großen Übel, aber ich halte ihn für den gefährlichsten.
denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Ja. Hä? Und irgendwie scheint er jetzt zurückgekommen zu sein. Ist aber nicht ganz akkurat, oder? Wurde Diablos Seelenstein nicht in Diablo 2 in der Höllenschmiede zerschmettert? Ich weiß ja nicht, welchen Stand der anspricht. Das ist ja wieder die Frage, ne? Von wann das tatsächlich ist. Ja, es kann ja, es kann ja nur nach Diablo 2 sein, denn nach Diablo 1 war er im Körper von dem Helden des ersten Teils. Ja. Da wurde er dann zum dunklen Wanderer. Da hat sich ja der Diablo den Körper mit dem ersten Held geteilt, vom ersten Teil. Ja, richtig. Und nachdem er ja besiegt wurde, dann in Diablo 2, war ja seine Seele in seinem Seelenstein gefangen vom Diablo, dieser gelbe Stein. Und der wurde ja in der Höllenschmiede dann zerschmettert. Ja, aber es kann ja sein, dass das Buch noch davor stammt, dass der Seelenstein zerschmettert wurde. Oder bevor man wusste, dass der Seelenstein da in der Schmiede zerschmettert wurde. Ja, aber die hauen den doch nicht in den Seelenstein und dann schmeißen sie den in den Abyss runter. Das kann es ja nicht sein. Warum nicht? Ich sehe schon, ich muss das nachlesen in der Chronik von Kain, ich sehe schon. Wie du ja heute im Postfach gefunden hast. Ja, das ist voll das geile Buch. Geschichte von Diablo von Anfang bis Ende, ja. Oh, hier ist wieder irgendwo ein Schatzhüter. Oh, der ist jetzt auch schon wieder. Yay. Da gab es wieder einen netten Lag. Echt? Ich nicht. Nur eine Menge Gold. Wir sind jetzt schon in Ebene 2, sehe ich gerade. Ja, wir haben es auch schon geschafft. Also die prächtige Truhe haben wir auch schon gefunden. War da nicht so geiles Kram drin. War schon interessantes Zeug, aber... Da muss man halt hätte besser sein können. Haben, ja, töte doch dieses Viech da oben. Tut mir leid, ich habe noch gerade die Items mal durchgeguckt, die ich so hatte. So nebenbei. Ja, denn schon, oder? Na natürlich, wer kann, der kann. Ah, wieder ein Turm. Zwei sogar. Ach ja, diese Spinnen, die habe ich ja so lieb gewonnen jetzt hier, ne? Seit diesem Spinnen-Dungeon ist bei dir vorbei anscheinend. Nochmal eine Truhe. Oh, super wertvoll. Ach Gott, Mistviecher. Oh, hier ist ein Champion. Und noch ein Wachturm. Na, wo ist er denn? Da ist er. Kommst du klar? Ja. Ja, ein bisschen Backup wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich hatte ja schon drauf. Blutige Begegnung habe ich gerade bekommen als Erfolg. Hier unten ging es, glaube ich, noch weiter, ne? Ja. Kleine Stückchen. Bauen wir hier mal vor. Oh, super. Ja, toll. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt, ganz ehrlich. Ja. Oh je. Yeah. Dachbewohner. So, hier ist ein grüner Schein. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll, aber. Vielleicht ist das jemals Feuer, Gift und Blitzschaden oder so. Je nach Farbe. Kann schon sein. Würde auch irgendwo Sinn machen, aber trotzdem. Ich weiß noch nicht, ob diese Spinnen dementsprechend auch. Doch, ich denke mal, weil eben gerade hießen die Spinnen schockierende Jungspinne oder so. Ich denke mal, die machen auch Blitzschaden. Ja, wird das Element sein dann wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich Elementarschaden dann. Hier ist nix. Gut, gestern hier haben wir Scheißviecher. Wenn Sie jetzt nach links blicken, sehen Sie eine Sanddüne. Blicken Sie nach rechts, sehen Sie Scheißviecher aus der Hölle. Ihr Reiseführer. Ach ja. Und noch mehr Schlangen hier und tralala und hast du nicht gesehen. Alles nur hier und heute und sonst im Sonderangebot. Oh, ich hab irgendein Drachen. Gelbes Item. Oh, ich hab ein Drachenschild gefunden mit 148 Rüstung. Ja, wenn du es nicht brauchst. Nee.
Andariel, die Herrin der Qual, gibt's hier. Oh, die kennen wir aus Diablo 2. Reinhören. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Ja. Ah ja. Aus den Helden von Diablo 2. Ein bisschen Geschichtsstunde kann nicht schaden. Da hatte ich einen Totenbeschwörer in Diablo 2. Hey, ich hatte... Was hatte ich denn damals gespielt? Den Assassinen hatte ich gespielt. Also praktisch. Hast du mit LOD angefangen, mit dem Addon, oder? Ja. Ich hab das schon gezockt, bis rausgekommen ist. Nee, ich hab halt irgendwie... Gut, ich wusste ja nicht, dass ein Addon rauskommt, aber ich hab's mir erst dann geholt, wo es halt das schon in dem God of Destruction Pack. Es gab ja so eine Best of Edition, ne? Erst da hab ich mir das geholt. Ich bin zwar nicht so ein riesiger Diablo-Fan, aber ich muss schon sagen, der dritte Teil... Ja, ne, Let's Play vorbei! Kommt die Wahrheit ans Licht. Aber ich muss schon sagen, der dritte Teil ist doch echt geil. Also, ich dachte, ich kenne dich. Und ich dachte, wir sind Brüder. Und geht's weiter, das nächste Gebiet. Ja. Also, wenn nicht lang. So hoch. Ja. Du hast ja auch keine Beta-Einladung zu Diablo 3 bekommen, ne? Ne, ich war Low Beta da. Ja, richtig, ja, ich auch. Aber sonst die nochmal die Closed Beta da mit dem. Nee. Da habe ich leider auch keine Einladung zu bekommen, obwohl ich mich echt früh beworben habe. Also ich habe mich beworben, wie es geheißen hat, man kann sich bewerben ab diesem Zeitpunkt. Also ich war einer der ersten. Ja, ich auch. Trotzdem, also ich versteh's nicht. Das ist so unmenschlich. Ja gut, ich war dafür in der World of Warcraft Beta und in Starcraft auch. Beta. Also Starcraft 2 Beta. Nee, da gut, da war ich nicht drin, aber WoW Beta war ich auch drin. Terra Beta waren wir beide jetzt ja auch. Richtig, ja. Das ist ja auch schon fertig, das Projekt. Ja, aber das war ja nur die Open Beta. Ja. Amulett des Löwen habe ich gerade bekommen und hier ist ein Schrein der Gunst. Da geht gleich alles zu Bruch, wenn wir da ein bisschen ans Handwerk gehen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich, wenn ich auf die Karte gucke, das Gebiet schon komplett erkundet, außer wieder dieser Mitte hier, ne? Bis zum Berg in der Mitte, da geht nämlich noch ein Weg rein. Das ist da ist bestimmt wieder ein kleines Kindchen drin. Kleine weinende Mädchen werden nicht gerettet. Nur so zur Info. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Erkundungsring, ja. Und hier gibt's. Ach, das ist eine Kellertür, guck. Ah, die ist jetzt gerade aufgegangen, cool. Ja, weil ich drauf geklickt habe, deswegen. Verlassener Keller. Mit ein paar. Verlassen ist er wahrscheinlich gar nicht. Oh, Truhe. Ruhe. Was? Ha! Oh, Ecktool. Warum auch immer so heiß. Hallo, Ecktool. Ein Fest für die Würmer. Okay. Ein Fest für die Würmer. Ja, die haben immer noch so tolle Untertitel. Ah! Klein Krams. Ja, Platzen Items aus dem Bauch. Erfolg, Kleingeld. Und der hat eine Quest, der Kerl, aber die hören wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Obwohl, nee, es wird noch dieses. No, das schaffen wir noch. Ja, okay. Oh, hab Dank. Sie haben uns gefangen genommen, um uns als Köder zu verwenden. Bitte nehmt euch aus dem Keller, was ihr braucht. Wir schulden euch unser Leben. Wir hätten uns so oder so das genommen, was wir wollen. Also ja, von abgesehen dem davon, also was ist das für ein Schwachsinn? Nehmt euch aus dem Keller, was ihr braucht. Was ist, wenn wir den ganzen Keller haben wollen? Was ist dann? Ja, und das Haus vielleicht auch noch und den Sand drumherum. Was ist dann? Ja, dann, ja. Dann schauen sie blöd, ja? Wahrscheinlich. Das können wir euch nicht geben. Werft uns den Mond zum Fraß vor. Nun aber, wir verabschieden uns hier bei den wankenden beiden Flaggen hier und dem kleinen Skorpion, die uns so langsam drohen. Oder auch nicht. Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ja, wir sind raus. Bye, bye. Ciao.